gerade eben, da saß er noch auf dem Podium und hat über die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Jetzt sitzt er hier neben mir, Herbert Reul. Er ist Innenminister von NRW. Herr Reul, erstmal schön, dass Sie hier sind. Danke fürs Vorbeikommen. Welchen Eindruck haben Sie denn bisher so vom Campfire Festival? Einen sehr begrenzten, weil ich nur bisher diese eine Diskussionsrunde miterleben durfte. Aber ich finde die Idee gut, dass Journalisten da sind, Journalisten untereinander diskutieren, sich selbst in Frage stellen mit Politik, dass Bürger die Chance haben, sich einzumischen. Also ich finde schon ein außerordentlich neues Format. Also mir gefällt es. Jetzt sind heute natürlich viele Journalistinnen und Journalisten anwesend. Mögen Sie das, wenn Sie so beobachtet werden, oder ist Ihnen das eher unangenehm? Nee, das macht mir überhaupt nichts, weil Auseinandersetzung mit Argumenten die Voraussetzung ist, ein gutes Ergebnis nachher hinzukriegen. Wenn Sie selber nur rumdenken und meinen, Sie wüssten schon alles, das geht für den Abgrund. Gehen Ihnen denn die Medienleute manchmal auch auf die Nerven? Also wenn Sie jetzt so einen ganzen Tag verhandelt haben und diskutiert haben und dann kommen Sie raus und dann stehen die da und dann müssen Sie denen auch noch die Fragen beantworten. Stört Sie das manchmal? Klar gibt es sowas auch, wenn man müde ist, wenn man gereizt ist oder wenn blöde Fragen gestellt werden, also gibt es ja nicht, aber die einem selber nicht gefallen, dann ist man natürlich nicht in Hochstimmung, das ist doch klar. Als Innenminister, da sind Sie ja unter anderem für die innere Sicherheit zuständig. Ist die Kommunikation bei Ihnen denn brisanter als bei anderen Ministerien, also anderen Ministerien, anderen Ressorts? Weiß ich nicht so genau, weil ich ja die anderen nicht kenne, aber ich glaube, es hat schon was Besonderes, weil es geht um viel. Es geht so Existenzielles, langsam. Also Fragen, da geht es oft um Versehrtheit von Leben oder um Gefahr an Leib und Leben. Und Bedrohungsszenarien, die eben nicht von Pappe sind. Nicht? Denken Sie mal an diese Münsteraner Verrückten, der da gefahren ist und Menschen getötet hat. Wenn Sie dann den Anruf kriegen, da oben fährt so einer mit dem Wagen oder ist gerade einer mit dem Wagen in eine Menschenmenge reingefahren, da sind Sie total angespannt und das ist schon eine andere Qualität. Ich meine, doch, ich glaube schon. Herr Reul, Sie waren Innenminister, als vor 4 Monaten ein Kleinbus in Münster in eine Gruppe von Menschen gefahren ist. Einige gingen erst von einem islamistischen Anschlag aus, das hat sich aber später als falsch herausgestellt. Wie haben Sie als zuständiger Minister von dieser Amokfahrt denn erfahren? Ich war im Krankenhaus, habe jemanden besucht und da kam der Anruf. Und da ist man total fertig, weil man nicht weiß, was ist da. Und natürlich hat jeder, also ich zumindest, hatte sofort den Verdacht, großer Terroranschlag. Ja, und dann schnell ins Ministerium, Informationen sammeln, austauschen, nach Münster fahren, sich selber ein Bild machen. Und dann kam ja Stück für Stück raus, dass es was anderes war, aber es war genauso gefährlich. Es sind Menschen zu Tode gekommen. Sie sind dann relativ schnell vor die Presse getreten. Wer entscheidet denn in solch einer Situation, wann und was Sie der Öffentlichkeit sagen? Ich selber. Ich frage natürlich andere, kluge Leute, die von der Sache was verstehen, Menschen, die für Presseberatung zuständig sind, auch Leute, die einem helfen, dass man nicht so alles rausbrabbelt, sondern überlegt, was für Folgen man hat. Ich meine, das müssen wir bedenken, da sitzen ja dann auch in Münster Menschen, die unruhig sind. Wir wussten ja gar nicht, gibt es dann noch einen zweiten Täter, der da durch die Gegend läuft und eine Waffe hat. Könnte ja sein. Keiner hat das gesehen. Es gab plötzlich das Gerücht, da war noch ein zweiter. Und wenn Sie dann erzählen, da rennt nur einer rum, dann können Sie ja, da schließen die Leute in die Häuser ein. Das wird ja fürchterlich. Das ist nicht einfach. Also da brauchen Sie auch gute Leute, die einen dann selber auch runterholen, damit man ruhig und bedächtig und abgewogen entscheidet. Gibt es denn auch Dinge, die Sie bewusst zurückhalten? Ich kann mich im Moment nicht erinnern, aber ich würde es nicht ausschließen. Ich kann sein, dass es mal Situationen gibt, wo es klug ist. Vielleicht nehmen Sie das Münsteraner Beispiel, ist nicht ganz richtig. Wir wussten es nicht. Wir hätten sagen können, da läuft ein Zweiter rum. Wir hätten sagen können, es gibt keinen Zweiten. Und wir haben einfach gesagt, wir wissen es nicht. Und sind damit, ich glaube, also im Normalfall ist Transparenz immer das Bessere. Vom damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist ein Satz sehr viral gegangen. Die Antworten könnten die Bevölkerung verunsichern. Welche Rolle spielt diese mögliche Verunsicherung denn bei der Entscheidung, welche Infos Sie an die Medien weitergeben? Ja, sie wird eine Rolle spielen, aber es darf natürlich, ich glaube schon, dass man überlegen muss, bringt man noch mehr Unruhe unter die Menschen oder gefährdet man vielleicht noch was Neues oder verrät man etwas, was die Aufklärung verhindert? Da hat ein Innenminister eine etwas andere Verantwortung. Dann danke ich Ihnen für das Interview, fürs Vorbeikommen. Bei mir war NRW-Innenminister Herbert Reul. Mit ihm habe ich über sein Verhältnis zu Journalistinnen und Journalisten gesprochen und über die große Bedeutung von Informationen in unübersichtlichen Sicherheitslagen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und noch einen schönen Abend.